1996 wurde dann auch die Firma JavaSoft gegründet, die sich nun mit der Java-Programmierung auseinandersetzt und die entsprechenden Produkte pflegt und vertreibt. Java Beans, die Komponentenarchitektur von Java, kam 1996 dazu. Und bereits 1997 eine etwas überarbeitete Version des JTK, nämlich das JTK 1.1. Es unterschied sich von der Version JTK 1.0 um zusätzliche Klassen in der Klassenbibliothek, aber auch einige Spracherweiterungen. Das heißt Änderungen oder Erweiterungen der Sprache, der Programmiersprache Java selbst. 1997 gab es auch ein eigenes oder wurde eingeführt ein eigenes Java-Betriebssystem, und auch im Hardware-Bereich, hatte ich ja bereits gesagt, gab es halt Dinge, die sich mit Java beschäftigen, wie diese Java Station oder Pico Java, ein Java-Prozessor. Für uns aber wichtig ist die Weiterentwicklung des JTK, Java Developers Kit, was halt die Java-Werkzeuge und die Java-Klassenbibliothek umfasst. 1998 kam das JTK 1.2, beziehungsweise es wurde dann umbenannt in Java 2 Plattform Standard Edition, J2 SE 1.2 auf dem Markt. Und so ging es weiter, zusätzliche Klassen und zum Teil Sprachanpassungen, insbesondere beim J2 SE 5.0, kamen 2000 mit der Version 1.3, 2002 mit der Version 1.4 und 2004 dann mit der Version 5.0 auf dem Markt. Neueste Informationen zu Java findet man immer im Internet über genau diese Adresse http://java-sun.com. Ich lade einfach mal die Internetseite. Das ist die Seite java.sun.com. Auf dieser Seite finden Sie wirklich alles, was relevant ist in der Java-Gemeinde, in der Java-Welt. Hier können Sie Java runterladen. Hier gibt es Beschreibungen, hier gibt es Dokumentationen und hier gibt es jede Menge auch an Tutorials.